Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu dieser außergewöhnlichen Folge, die so vielversprechend ist wie eine gut gelagerte Flasche Bordeaux. Mein Name ist Peter und ich führe Sie heute ein wenig durch diese Podcast-Folge. Alexander und Sebastian sind bereit und die Atmosphäre im Podcast-Studio ist sensationell und so prickelnd wie ein Champagner der Extraklasse. Lassen Sie uns jetzt eintauchen in dieses fesselnde Gespräch und sehen, welche Aromen und Nuancen uns Alexander und Sebastian heute bieten. Wow. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von In Vino Wer Wie Was. Und ganz nach dem Motto, sind die Kater aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir kapern heute mal die Mikrofone, wir reißen das Studio an uns und wir machen hier heute mal eine kleine Sonderfolge mit den ein oder anderen Insights, ein bisschen behind the scenes. Wir werden ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und meine Stimme ist dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin vielleicht schon bekannt. Ich bin die Weinprinzessin Sebi Sebastian. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Alex. Wie Dietmar das machen würde, könnte sich ungefähr so anhören. Er ist seit April 2018 bei ASK angestellt und mit 6 Jahren und 5 Monaten ein echtes Urgestein. 8 Monate war er in einer Immobilienverwaltung tätig und hat dort schnell gemerkt, dass die doch irgendwie alle ein bisschen komisch sind. Archivmitarbeiter, Vermittler, Praktikant, Kommunikateur sind nur einige Stationen seines jungen Lebens. Aktuell studiert er im Nebenerwerb Geografie und englische Sprachwissenschaften. Seine Interessen sind Anthropogeografie, Podcast, Social Media, Raumplanung, Graphic Design, Gentrifizierungsforschung, Urbanistik, OSM und Wahrnehmungsgeografie. Mit seinem Projekt Understand Berlin geht er auch auf Instagram durch die Decke und erfreut uns mit spannenden Fakten zu Berlin und coolen Karten oder Fotos von früher bis heute bekannter Plätze. Er isst gerne neapolitanische Pizza, für Erbsen oder Baklava würde er sogar sein Studium schmeißen. Ich begrüße hier mit mir unseren Ideenbrunnen, Treibstoff, Instagott und den Rest kann ich nicht mehr lesen. Ach ja, In Vino Producer Alexander. Hallo Alex. Wow, also vielen Dank Sebastian. Was für eine Anmod, dass mir mal sowas zu Ehren kommt, auch so eine abzubekommen, ist ja der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, Dietmar hätte es genauso getan. Also Dietmars Anmods sind absolut legendär. Ja, absolut, absolut. Ja, nun sind die beiden im Urlaub. Jetzt haben wir das Studio übernommen und jetzt machen wir mal eine Folge. Jetzt dürfen wir einfach mal machen, was wir wollen. Genau, so war die Ansage. Und worauf hatten wir Lust? Eine Folge über Berlin, oder? Warum nicht? Ich bin Berliner, du bist Berliner. Richtig. Und das Spannende ist ja auch noch, ich aus dem Ostteil der Stadt, du aus dem Westteil der Stadt. Genau, ich aus dem Westen, du aus dem Osten. Weiter voneinander kann man fast nicht entfernt groß werden. Das stimmt, das stimmt. Und deswegen haben wir das auch ein bisschen bildlich versucht, hier darzustellen hinter uns. Genau. Du bist ja leider Hertha-Fan. Ich bin Union-Anhänger. Und ja. Hast du schön ausgedrückt mit dem leider. Oder? Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du Union-Fan wurdest? Das ist familiär bedingt. Das ist einmal so ein Lokalpatriotismus, klar, den man, glaube ich, hat. Und natürlich auch durch den Vater. Klar. So. Ja, bei mir war es mehr der Ort selber. Also ich komme auch aus Westend, ganz in der Nähe vom Olympiastadion. Und da erlebst du das natürlich schon als Kind, dass dann die Herthaner da vorbeijoggen. Und wenn du da aus dem Hort deine kleine Hand durch den Zaun durchstreckst, dann ist es das Größte für dich, wenn die dann irgendwie dich da abklatschen. Und dann bist du natürlich da. Ein Traum. Ja. Absoluter Traum. Klar. Für die, die es nicht wissen und sich fragen, wo sind eigentlich Thomas und Dietmar? Also die sind im Urlaub. Richtig. Wer sind wir eigentlich? Ich bin Sebi Sebastian, die Weinprinzessin. Ich arbeite in der Firma, die den Podcast produziert, als Medientechniker. Und du machst was? Genau, also ich bin Alex. Ich bin im gleichen Laden tätig. Wir sind beide bei ASK, die Firma, die hinter allem hier steht. Ich bin offiziell Werkstudent, so heißt ja die Bezeichnung, wenn man offiziell auch studiert eigentlich im Haupterwerb, nicht im Nebenerwerb, so rum ist es nämlich eigentlich gedacht. Den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Was ich eigentlich hier mache, also die verschiedensten Sachen, alles wofür ich mich interessiere, ist es natürlich nicht. Du kannst dich nicht an einen Ort begeben und da erwarten, dass da all deine Interessen irgendwie erfüllt werden. Und bei mir ist es halt auch nicht so einfach, dass ich sage, hey, Geografie ist zum Beispiel ein spannendes Thema, es ist meine Leidenschaft. Thema, aber es ist einfach nicht das Einzige, was mich zieht. Und die Arbeit hier, auch wenn sie sich manchmal ein bisschen gegensätzlich vielleicht anfühlt zu Geografie und Englisch, ist eigentlich sehr cool, weil wir machen sehr viel Medienproduktion, wir machen Videoschnitt, wir machen den Podcast, wir machen auch Social Media. Also ich bin auch so ein bisschen Social Media Beauftragter hier manchmal. Es wirkt so, als ob es einem einfach zugesteckt wird aufgrund des Alters. Es fliegt einem zu, genau. Aber auch ein bisschen Politik. Also hier sind viele Sachen, die mich interessieren und die mich auch hier halten. Und es ist eigentlich ein total schöner Zustand, ne, dass ich einmal meine Interessen im Studium habe und einmal hier in der Firma, auch wenn es was ganz anderes ist,
mich ja auch ein bisschen austoben kann. Das war eine kurze Vorstellung und von so viel Reden kriegt man immer ganz schön trockenen Mund. Und das ist ja immer noch auch ein bisschen ein Wein-Podcast, so ein bisschen so. Mhm. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal einen Wein trinken, oder? Weil wir wollen ja den anderen auch mal präsentieren, was wir uns gedacht haben. Und zum Thema Berlin, wenn jetzt viele sagen, ja gut, Berlin, da gibt's nichts. Eigentlich ne? nicht, ne? So. Wem fällt das ein? Aber falsch gedacht. Genau. Du hast nämlich was herausgefunden? Ich habe in Vorbereitung für die Folge ordentlich recherchiert, Leute. Und natürlich ist, wie Sebastian schon gesagt hat, Berlin jetzt nicht dafür bekannt, heutzutage eines der Top-Anbaugebiete zu sein. Gleich mit den ganzen anderen nördlichen Bundesländern, die haben es da auch etwas schwierig. Aber gerade in Berlin kommen natürlich noch dazu, zwischen all den Gebäuden, zwischen all den Straßen, wo soll ich denn jetzt hier noch einen Weinberg finden? So, dann habe ich ein Berge haben wir ja ein paar in Berlin, ne? Berge in Kreuzberg. Haben wir? Ja. Mögelberg. Wir haben ein paar echte, wir haben ein paar Trümmerberge. Ja, wir haben noch ein paar Trümmerberge. Ich glaube, auf dem Teufelsberg anbauen würde auch noch so wie die ganze Stadt ein einziger Trümmer ist. Ein bisschen, ja. Ja, auf dem Teufelsberg anbauen würde wahrscheinlich auch noch mal einen schönen extra Taste irgendwie mit reinbringen. Da ist bestimmt noch alles Mögliche drunter. Aber wie gesagt, falsch gedacht. Es gibt in Berlin Weinanbau und der Weinanbau in Berlin, der hat auch eine relativ lange Geschichte. Also wie so vieles fing eigentlich hier Weinanbau an im christlichen Kontext. Dann war das hier total das Ding. Es gab über 100 Weinbauern alleine am Kreuzberg. Und du weißt, wie groß der ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine riesen Bergkette. Ja. Das ist ein Hügel. Ist ein Hügel. Heute ist ein Park drin. Ja. Da kannst du sogar mit dem Fahrrad gerade hochfahren. So. Ja, Bayern würden uns auslachen, wenn wir dazu Berg sagen. Aber. Absolut. Aber es gab über 100 Weinbauern. Ist denn jetzt mal kurz in die Geschichte. Im 18. Jahrhundert gab es dann einmal einen ganz schlimmen Winter und dann sind total viele von den Reben auch einfach verkommen, also abgestorben. Und was vorher eigentlich auch wirklich ein großes Ding war, mit Export bis nach Russland, überall in Preußen da zu der Zeit, ist total untergegangen. Der Taste in Berlin hat sich komplett verändert. Die Leute waren auf einmal geil auf Bier aus Bayern. Mhm. Hat ja auch hier seine Spuren hinterlassen. Aber ich glaube, so wie vieles in Berlin ist auch das nicht tot zu kriegen. Und zwar ist der Weinanbau ein bisschen zurückgekehrt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar unter anderem am Kreuzberg, aber auch zum Beispiel in Britz. Und man findet überall kleine Taschen in Berlin, wo Wein tatsächlich angebaut wird. Selbst in einem Stadion. Ne? Stadion Wilmersdorf. Da ist das Stadion ist. Im Fußballstadion oder was? Ja, ich glaube, es ist ein Mehrzweckstadion, auch mit Laufbahn und allem drum und dran. Aber das wurde damals zu groß. Also Taylor Swift könnte dort auch ein Konzert spielen. Könnte, theoretisch, weil es ist ein großes Stadion, aber es ist zu groß gedacht gewesen. Ja. Das Stadion war zu groß gebaut worden, weil es waren einfach nicht genug Leute da. Das hat ja der geografische Teil dieser Stadt auch oft an sich, ne? Dass sie ein bisschen größer denken, als sie eigentlich brauchen. Es geht ja mit eurem Stadion auch nicht anders. Ja, danke schön. Das ist nur mal könnt so ihr dann mal, ja, ihr könnt euch ja unser aktuelles angucken, dann, wenn ihr ausweichen müsst mit eurem. Nee, aber da gibt's tatsächlich einfach keine Sitzbänke, weil es kommen nicht genug Leute, aber eine von den Kurven ist ein kleiner Weinhang, ne? Mhm. Und überall in Berlin findet man diese kleinen Taschen und wir haben uns auf den Weg begeben. Wir haben hier und da auch etwas bekommen und das wollen wir euch nicht vorenthalten und deswegen stellen wir euch heute die paar Weine aus Berlin vor, die wir gefunden haben. Genau, und wir starten mit dem ersten Wein. Und zwar von dem Weingut in Britz. Unglaublich, Britz gehört offiziell zu Neukölln und somit... Genau, aber lass uns das gleich machen, ich habe richtig Durst. Okay, komm, ja, dann... Hol erstmal die Flasche raus. Komm, wir holen die Flasche, alles klar. Hol mal die Flasche raus, los. Komm. So, die ersten Minuten sind angebrochen und der Podcast entfaltet sich langsam wie ein komplexer Rotwein im Glas. Das Team Wein, heute angeführt von Alexander, zeigt sich von Anfang an dominant. Ein wenig wie ein kräftiger Merlot, der seine Aromen sofort offenbart. Wir sind gespannt, vor allem was Sebastian heute uns noch zeigen wird. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal direkt weiter und freuen uns ganz gespannt auf den ersten Wein von Alexander. Und ihr seht schon, was wir hier haben, und zwar einen offensichtlich hellen Wein. Ja. Man könnte sagen den Weißen, aber da hat Thomas sich ja auch schon mal richtig reingeritten. Ganz aufpassen. Ja. Christian Lohse. Der Wein ist nicht weiß. Er ist lindgrün. So viel dazu. Genau. Ganz kurz noch zu dem Säckchen, falls ihr das gesehen habt. Also die Stammis unter euch wissen ja, dass Dietmar, Thomas und der Gast oder die Gästin nicht wissen, in welcher Reihenfolge die Weine kommen. Deswegen packen wir die immer in so ein Säckchen hier rein und machen dann auch noch eine Blindverkostung und holen dann erst die Flasche raus. Du hast sie jetzt schon direkt ausgepackt, weil wir haben jetzt natürlich die Situation, wir waren beide dort vor Ort in Britz gewesen und haben die Flaschen geholt, deswegen wusste ich natürlich schon, was kommt. Wir haben heute einen kleinen Ausflug gemacht, ne? Einen kleinen Dienstgang könnte man fast sagen. Genau. Und zwar nach Britz. Wie lange sind wir da unterwegs gewesen, hier aus Schöneberg, würdest du sagen? Ach, das war eine halbe Stunde mit dem Fahrrad.
Halbe Stunde hat sich ein bisschen länger angefühlt. Ja, es ist oft so im Stadtverkehr, dass sich etwas länger anfühlt, aber genau. Ja, dann schenk doch mal ein. Das ist natürlich, soll ich mal was sagen? Sagt schon mal was. Ich sehe, dass es hier sich um ein, nennt man das Naturwein handelt, auf jeden Fall unfiltriert. Also der ist ja so leicht milchig. Definitiv. Aber da hat ja Günther aus der Britzer Weinkultur auch gesagt, das ist nur Eiweiß. Das ist nur Eiweiß. Das ist nur Eiweiß. Ja, das ist ein Nebenprodukt. Gesagt. Okay, dann wenn wir mal erstmal ein bisschen unser Näschen reinhalten. Oh, jetzt muss ich das auch das erste Mal machen. Also der Geruch ist sehr interessant. Er ist auf jeden Fall erstmal gut. Ich habe ein positives Empfinden beim Geruch. Ja, auf jeden Fall. Aber es riecht nicht ganz klassisch. Also da ist auf jeden Fall eine Note drin, die ich so kriegt dann so ein bisschen was, finde ich, wenn so ein Müllauto vor dir fährt. So, kennst du das? Wenn du so eine Mischung, so eine Melange kriegst aus ganz vielen Eigenartigen. Warm, das ist warm. Der Biomüll. Er riecht warm. Das ist der Biomüll, der das macht. Aber ein guter Geruch. Absolut klasse vom Geruch. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal einen ersten Taste, oder? Na? Prost, zum Wohl, Cheers. Alex. Sag mal ganz kurz vorher, hast du einen Trinkspruch? Ich habe einen Trinkspruch, der ist allerdings nicht ganz jugendfrei. Oh, okay. Könnt ihr ihn mal versuchen, vielleicht schneiden wir ihn auch. Das und das Tintenfass, beide sind am Rande nass, drum lasst uns fröhlich tunken. Prost, ihr Halunken. Okay, alles klar. Okay. Strong. Sehr strong im Geschmack. Ja. Der zieht. Mhm. Der zieht ordentlich. Der hat sehr viel Säure. Mhm. Der kommt auf dem ersten Geschmack Abrieb, sehr sauer. Abrieb vom Gummi. So ein bisschen so annähernd stelle ich mir den Geruch am Nürburgring vor, wenn man auf so ein Autorennen geht oder hier im Tempelhofer Feld bei diesem Formula-Dings. Oder Stadion Wilmersdorf, wenn die Runners da durch sind. Ja, ne? Du weißt, als Berliner bleibt man immer in seinem Kiez. Richtig. Also, dieser Wein heißt Schnieke, ist ein 2020er und auf jeden Fall ein Cuvée. Mhm. Wie wir heute erfahren haben. Und zwar ein Cuvée aus allen Rebsorten, die sie dort haben. Gefühlt schon. Weil sie eigentlich nicht genug von einer Sorte haben. Deswegen nehmen sie einfach alle Sorten zusammen. Ja. Und cuvetieren sich dann daraus diesen wunderschönen Wein. Ich lese einfach mal ganz kurz vor, was hinten drauf steht. Unsere limitierten Weine werden von Hand gelesen, gekeltert und abgefüllt. Mit wenigen Zusatzstoffen und Hilfsmitteln erzeugt, bringt die Naturbelassenheit den fruchtigen Geschmack hervorragend zur Geltung. 100% Stadtkultur schmecken und erleben. Und da kommt vielleicht auch meine Assoziation mit dem Abrieb von Gummi, von Autoreifen, weil das ist natürlich auch ein Geruch, ein Taste, den hast du in der Stadt. Ja, klar, ja. Passt total. Schöne Trinktemperatur, absolut schöne Farbe, schön, schön tief, bisschen gelbgrün, also ich finde es richtig golden, gut. Golden, ne? Also total. Ja, Alex, hast du dir noch gemerkt, warum er sich nicht Berliner Wein nennen darf? Ja, das ist ein bisschen eine verquere Geschichte. Das ist jetzt auch sehr bürokratisch, aber es ist vielleicht leider manchmal so ist, ne? Also an alle Weininteressierten, die den Podcast auch wegen dem Wein hören und wegen Weinfacts. Es ist tatsächlich einfach ein bürokratisches Ding. Also Berlin, dadurch, dass es keine berühmte Lage ist, dadurch, dass es hier nicht lange lange keinen Weinanbau gab, dadurch gibt es auch nicht die Bezeichnung Berliner Wein im Weinrecht. So, und dann gab es 2016 ein neues Recht. Ich glaube, die EU hatte damit auch was zu tun. Und das hat nochmal viel geändert. Aber dennoch darf auf dem Berlin keine genaue Ortsangabe stehen. Deswegen steht dort einfach deutscher Wein und nicht Wein aus Neukölln. Mhm. Gleiches gilt für eine Sorte, die am Kreuzberg mal entwickelt wurde, der Kreuz Neroberger. Der musste auch umbenannt werden, weil das halt anmutend war an Kreuzberg. Und die Lage darf da nicht drauf sein. Und wir haben aber von dem Günther vorhin auch erfahren, dass sich da vieles tut und dass es vielleicht auch nicht allzu lange mehr dauert, bis sich das mal ändert. Es gibt ja auch verschiedene Leute, die auch noch Wein in und um Berlin anbauen. Und da gab es zumindest die Überlegung, ne, ob die sich nochmal zusammentun, ob sie da jetzt irgendwie rechtmäßig dann gucken, ob sie sich nicht doch dann vielleicht doch so nennen dürfen. Ja, absolut spannend. Weißt du, was ich noch richtig spannend fand, als wir bei ihm vor Ort waren? Er hatte ja dann diesen Durchlauf, wo so Wein gewachsen ist und wo schon Trauben dran war, wo uns erzählt hat, dass ein bisschen nach Jasmin dann alles riecht und auch der Wein sogar ein bisschen danach schmeckt. Den dürfen die nicht zu Wein machen, weil das eine Rebsorte ist, die nicht zugelassen ist dafür. Und deswegen haben sie Kontakt mit einer Brauerei. Ah, die möchte gerne den Wein dann dem Bier zumischen, also die Trauben, den Traubensaft dem Bier zumischen und dann ist das wieder erlaubt. Daraus dann Bier zu machen. Für Bier darfst du das machen, für Wein darfst du das nicht. Aber das nennt man auch das deutsche Weinheitsgebot. Genau, ja, ist auch wieder komplett typisch. Also wer hätte gedacht beim Recherchieren, dass man nicht irgendwann wieder an der Bürokratie endet. Ja. Aber bevor wir noch von einem zum anderen springen, wir müssen natürlich auch an unsere beiden Jungs denken, Dietmar und Thomas. Immer, nur, ausschließlich. Die sind ja aktuell. Mein erster und letzter Gedanke am Tag. Na, absolut.
Und die sind natürlich gerade im Urlaub, deswegen haben wir ja auch gerade unsere Summer Classics und unsere Zwischenfolgen, um die Sommerpause ein bisschen zu füllen. Unter anderem natürlich auch diese Folge. Aber wir haben auch einen Gruß von den beiden bekommen, von jedem sogar. Den kenne ich übrigens noch nicht, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was da kommt. Wer grüßt zuerst? Zuerst würde ich sagen, fangen wir mit Thomas an. Ach, wie schön. Ich spiele mal ab. Hallo ihr zwei, hier ist Thomas. Danke, dass ihr die Folge für uns übernommen habt und uns im Urlaub vertretet. Ich grüße euch aus Südtirol. Ich habe schon die Toskana hinter mir, den Comer See und in Südtirol. Es ist ein wunderbarer Urlaub. Ich kann gar nicht an Wein denken. Na gut, ehrlicherweise denke ich einmal am Abend an Wein, an der ganze Flasche. Wollte sagen. Aber ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr beide das macht. Vielen lieben Dank und bis bald. Schön, super, da freue ich mich. Ja, vielen Wo Dank Wo ist der Toskana, ja? In der Toskana und Comer See. Ich glaube, einen richtigen Roadtrip einmal quer durch Italien durch. Schöner Gruß. Alex, zu einem Wein darf auch ein gutes Essen natürlich nicht fehlen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir essen einfach auch noch eine Kleinigkeit dazu. Und zwar Berliner Spezialitäten. Geil. Und deswegen kommen wir jetzt mal zu unserem ersten Essen. Alles klar. Currywurst, die beste Erfindung seit geschnittenem Brot und warmem Bier. Ganz kurz zur Erfindung. Die Currywurst wurde 1949 von Hertha Heuber erfunden. Sie war eine Imbissbetreiberin in Berlin, die das Rezept nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte. Sie experimentierte mit einer Mischung aus Ketchup, Currypulver und anderen Gewürzen, die sie in der Nachkriegszeit von britischen Soldaten erhalten hatte. Hertha Heuber mischte Ketchup und Currypulver, um eine neue Soße für die Bratwurst zu kreieren. Diese Soße wurde schnell populär und die Currywurst war geboren. Currywurst, weil Salat nur was für Kaninchen ist. Unglaublicher Klassiker, esse ich viel zu selten, aber ein absoluter Klassiker der Berliner Küche. Wenn der Taste deine Geschmacksknospen trifft, ja. Ich weiß nicht, wohin mich das katapultiert, in meine Kindheit auf jeden Fall nicht, ich glaube, da war ich zu mäkelig damals für, aber ja. Currywurst geht einfach immer. Geht einfach immer. Und ich glaube, du kriegst auch an jeder Ecke in Berlin eine Currywurst, ne? Ja, wahrscheinlich sogar, nicht so viel wie früher, aber ja. Sogar bei Dönerverkäufern bekommst du Currywurst. Ja gut, es gibt ja auch einen Misch, also es gibt ja auch Verkäufer, die verkaufen Pizza, Pasta, Salat, Currywurst. Ja, ist richtig. Aber Burger. Bin mir nicht sicher, ob es überall in Deutschland an jeder Dönerbude auch Currywurst gibt. Das sicherlich ich würde nicht. Aber sagen, dass du an jeder Dönerbude in Berlin. Aber Berlin setzt die Standards. So viel ist klar. Schon immer. Hast du schon mal einen Döner in Mecklenburg gegessen? Ich esse halt meistens außerhalb von Berlin keinen Döner, weil die nicht so gut schmecken wie hier. Sag nur Cocktailsoße und süß-sauer. Fürchterlich. Aber es gibt ja auch, man spricht nicht mit vollem Mund, aber es gibt ja, glaube ich, auch noch einen großen Streit zwischen Hamburg und Berlin, ne? Weil ich glaube, die Hamburger denken auch, dass sie die Currywurst erfunden haben. Ah, echt? Ja, dann müssen wir mal Thomas nochmal interviewen dazu. Und jetzt, finde ich, wird ja super spannend, jetzt haben wir was zu essen zu dem Wein. Mhm. Wie passt der Wein zum Essen? Bisschen Wine Pairing. Jetzt müssen wir mal herausfinden. Heiko Antoniewicz wäre stolz auf uns. Naja, Heiko Antoniewicz hätte jetzt noch ein bisschen Lakritze drüber gerieben über die Currywurst. Oder ein bisschen Nutella vielleicht, auch so ein Klecks Nutella noch rüber, passt wahrscheinlich auch ganz gut. Der Wein wird sehr viel weicher und milder mit dem Essen. Wahrscheinlich diese Curry-Tomaten-Ketchup-Soße, die ja doch ein bisschen Bums mitbringt, nimmt die Säure aus dem Wein raus. Und der Wein wird ganz, ganz, ganz weich und mild. Ja. Findest du auch? Total. Und passt? Also, passt. Neutralisiert den also Wein Leute, komplett. Kauft euch hier einen Schnieke-Wein und esst Currywurst dazu. Ist ein absolutes Und der Wein hat Pairing auch noch den Effekt, Monster. Dass im Moment, wo du den Wein trinkst und gerade ein Stück gegessen hast, das auch wieder ausgelöscht wird in die andere Richtung. Ja. Also der macht auch den Mund macht wieder ganz, aufnahmefähig. Macht einen ganz harmonischen Mund eigentlich. Wäscht das ne? wieder weg, genau. Ich esse hier gleich noch auf. Ja. So, und jetzt haben wir aber schon von Thomas das Grußwort gehabt aus dem Urlaub. Ja. Dietmar ist auch weg. Und Dietmar hat auch was geschickt. Ist der in Österreich oder wo ist der? Dietmar war viel in Österreich, aber ich glaube, der war... Also in seiner Heimat. Der war in seiner Heimat, auf jeden Fall. Seht ihr auch auf unserem Instagram-Kanal. Kleiner Shoutout. Aber ich glaube, der war noch ganz woanders. Und das hören wir jetzt mal. Spiel mal ab. Ah, ist das schön. Oh. Wo ist denn mein Caipirinha? Na. Ah, hier. Oh, herrlich. Na, ihr zwei Pappnasen. Müsst ihr arbeiten? Oh, ja, ich komm gleich. Ich tanze auch gleich ein bisschen Hula Hula. Oh, ist das schön hier am Meer. Oh. Hammer. Ah, und dann noch... Ein schöner Cocktail.
Tja, was soll ich sagen? Ich werde braun. Ich habe viel Sand zwischen meinen Zähnen und wirklich schönes, türkisfarbenes Meer. Was will man mehr? Ich wünsche euch was, ihr zwei. Träumchen, oder? Was ist das für ein Instrument im Hintergrund? Spielt er noch, ist das eine Ukulele? Ukulele, ja, es war jetzt so ein bisschen... Spielt er Ukulele? Ich glaube, er kann sogar Ukulele irgendwie spielen, oder? Dietmar kann alles. Also Dietmar als Schauspieler, also Mundharmonika, vieles, Ukulele. Vieles auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Vieles. Das stimmt. Ein Tausendsasser. Absolut. Würde man so sagen. Richtig. Und auch einer, der dafür bekannt ist, kurz mal von aus der Steiermark einen Kurzurlaub nach Hawaii zu machen anscheinend. Genau. Ist er in Hawaii. Das muss er mal erzählen, wenn er wieder da ist. Ja, also wirklich ein total geiler Wein, den wir aus Britz haben. Oder? Um das einfach nochmal zu sagen. Also ich bin jetzt total geflasht, weil was stellt man sich denn vor unter Berliner Wein? Also es ist für mich auf jeden Fall kein Wein, kann ich schon mal sagen. Den würde ich jetzt nicht, wenn ich mich irgendwo auf dem Tempelhofer Feld, auf dem Fußboden, auf eine Wiese setze und wir sagen, wir trinken jetzt zusammen den Wein, dann würde ich ihn nicht nehmen. Mhm. Aber ein absolut geiler Essensbegleiter und wie gesagt, zur Currywurst einfach perfekt. Vielleicht will Günther von der Britzer Weinkultur demnächst auch noch Currywurst mit anbieten im Hofladen. Das wäre auf jeden Fall richtig schnieke. Nee, und war echt toll dort, war richtig schön dort, hat richtig absolut Spaß gemacht. Also lohnt sich auch, Leute, wenn ihr in Berlin seid oder Berlinerinnen seid, fahrt mal da vorbei und guckt es euch an, ist echt cool gemacht. Und wenn ihr noch eine Business-Idee braucht, Currywurstbude. Currywurstbude und den passenden Weinanbieter habt ihr schon. Genau. Sebastian, ja. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wir haben jetzt vorhin kurz über mich geredet, über das Studium, über meine Tätigkeiten hier, was ich alles mache in meiner sehr schönen Anmoderation. Ja. Jetzt würde mich auch und wahrscheinlich alle HörerInnen da draußen total interessieren, wie bist du denn zu ASK gekommen, also der Produktionsfirma? Und wie bist du zum Podcast gekommen und warum machst du das eigentlich alles? Ja, das fragt mich auch, warum mache ich das eigentlich alles? Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich, wie so viele Leute, auch in Berlin eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht und habe mich dann am Ende der Ausbildung ein bisschen noch zu dumm gefühlt für den freien Markt und habe gedacht, ach komm, dann studiere ich nochmal. Hm. Und habe dann Medientechnik studiert in Mittweida in Sachsen. Mhm. Und es war auch sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kamen so ein paar Zwischenstationen und auch mal ein kurzer Was war so ein Highlight? Willst du mal ein Highlight von der Zwischenstation erzählen? Ein Highlight von der Zwischenstation? Ja. Ein Highlight von der Zwischenstation war wahrscheinlich gewesen Produktionsleiter für die Deutsche Welle. Mhm. Und wir haben den G7-Gipfel in Garmisch gemacht. Und ich muss jetzt lügen, war das die Nummer, wo wir mit dem Hubschrauber hochgeflogen wurden? Mit dem Hubschrauber? Ja, ich verwechsel das mal so ein bisschen. Ja, ich habe G8-Gipfel und G7-Gipfel gemacht. Den G8-Gipfel noch mit Studio Berlin und den G7-Gipfel, glaube ich, dann schon mit Deutsche Welle. Und irgendwo wurden wir mit dem Hubschrauber dann hochgeflogen, weil Demonstrierende dann dort die Zufahrtswege blockiert hatten. Ah, Klassiker. Und das war so ein Highlight. Und natürlich ein Highlight war die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. In Brasilien? Da war ich auch, ja. Hammer. Da haben wir in drei Städten das Weltbild produziert. Okay. Und wir hatten unser eigenes Flugzeug. Und das fühlte sich natürlich sehr deluxe an. Glaube ich, also. Das war extrem spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch sehr anstrengend, 6 Wochen. Und beim legendären Spiel Deutschland gegen Brasilien 7-1. 7-1. Mhm. Da saß ich aber im Flieger schon zurück nach Deutschland. Nein. Ja. Währenddessen? Währenddessen. Oh, ich kann mich noch erinnern, wie ich mir die Seele ausgeschrieben habe. Ich kann mich auch noch erinnern, wie der Pilot regelmäßig dann den Spielstand durchgesagt hat. Echt? Und, das wenigstens. Der Alkohol war sehr schnell alle. Ja, wärst du da gelandet und der hätte es nicht gesagt, hätte es wahrscheinlich auch nicht geglaubt, ne? Wahrscheinlich, ja. Nee, war echt cool. Und dann habe ich nochmal einen kurzen Ausflug in die Gastronomie gemacht und dann kam ja das Corona, wovon wir alle wissen. Klar. Und dann habe ich die Ausschreibung bei ASK gesehen, die einen Medientechniker gesucht haben und habe mich dann beworben und bin es dann irgendwann auch geworden hier und durfte dann hier auf diesem Boot hier mitschippern, mitsegeln. Mhm. Und freue mich, das waren auch meine ersten Berührungspunkte übrigens mit Podcasts. Also ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ich habe natürlich Audioerfahrung so. Ja. Wir haben als Audiotechniker auch gearbeitet. Und hier habe ich zum ersten Mal Podcast gemacht und habe mir da auch nochmal eine ganze Menge dann selber draufbringen dürfen, müssen, können, sollen. Und das macht sehr viel Spaß. Es ist auch so, dass ich vorher eigentlich, also mein Studium habe ich abgeschlossen als Medientechniker mit Spezialisierung Fernsehen. Mhm. Und fühle mich jetzt gerade im Podcast wirklich sehr wohl. Also das macht verdammt viel Spaß. Ist auch total spannend. Bin ich sehr gerne unterwegs
Und irgendwann fragte mich dann Thomas auch, ob ich mir vorstellen könnte, als Weinprinzessin hier bei InVino mit am Start zu sein. Absolut. Und da kommen wir erstmal zu den ersten Behind the Scenes. Also warum bist du die Weinprinzessin? Ja, die Weinprinzessin bin ich, glaube ich, weil es gab damals bei den ersten Folgen immer eine wechselnde Weinprinzessin. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen dann anstrengend gewesen oder vielleicht auch mal mit Höhen und Tiefen verbunden. Und weil Thomas natürlich auch jemanden braucht, der eben das Ganze technisch umsetzt, hat sich das irgendwie angeboten. Dass ich dann vielleicht die Technik mache und nebenbei noch Weinprinzessin bin und ich glaube auch ein Stück weit, weil meine Berliner Kodderschnauze irgendwie auch noch Interesse geweckt hat. Also auch ein bisschen Tausendsasser, ein bisschen alles Könner. Ein bisschen Könner vor allem, Könner, ne? Und ja, und ich mache das auch nicht absichtlich, also das passiert so mit dem Sprechen. Ich kriege eher Sprachspastiken, wenn ich versuche Hochdeutsch zu reden. Deswegen ist das so. Und was sich natürlich über die Zeit rauskristallisiert hat, ist, dass, weil ich ja kein Weinexperte bin und ich habe gar keine Ahnung von Wein, ich kann auch nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht, musste ich mir natürlich trotzdem irgendwann mal so ein paar Sachen einfallen lassen, wie schmeckt dann das Ganze eigentlich? Und weil mir da eben auch die Begrifflichkeiten fehlen, wie buttrig auf der Zunge oder irgendwas über Tannine, habe ich oder sage ich immer das, was ich wirklich denke, was mir in den Kopf kommt in dem Moment. Aber dennoch hast du ja viel in den Folgen, wo du live dabei sitzen konntest. Also du machst ja die aktive Produktion. Ich komme ja auch viel bei der Postproduktion dann auch rein. Ja. Du hast ja viel da schon lernen. Sag mal nach mir der Alex. Genau. Du hast ja da viel selber trotzdem gelernt quasi. Also wir haben, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Folge mit Claudia Stern. Da ging es zum Beispiel auch um sowas wie Vinifizieren, also ein Glas. Ja, vorher. Ja, ja. Also solche Sachen, von denen du als Normalsterblicher genau, weil keine Ahnung hast. Als das Glas dann, als ich das ausgetrunken hatte und wir sind zum nächsten Wein gekommen, habe ich einen Schluck Wasser reingemacht, weil ich das Glas sauber spülen wollte. Und war natürlich ein Riesenfehler für Claudia. Ja, um Gottes Willen, da macht man ja gar nicht so. Man vinifiziert ja mit dem Rest Tropfen da drin und weil wenn man das Wasser in das Glas reinmachen würde und dann so wegmacht, dann hat man wie eine Rutschbahn ins Glas gemacht und dann wird vermischt sich das und ist auf jeden Fall nicht gut, nicht gut. Ja, aber viel kann ich mir auch nicht merken an der Stelle. Nee, deswegen muss man ja auch ab und zu wieder in die Folgen reinhören. Genau. Also kann man froh sein, dass Thomas dich damals gefragt hat, die Weinprinzessin forever quasi zu sein. Ich bin auf jeden Fall froh. Und apropos Fragen von Thomas. Wir haben auch noch ein paar Sachen von ihm zugeschickt bekommen. Ich spiele mal die erste Frage ab von ihm. Dann verratet mir beide doch mal, was eure Lieblingsweine sind. Rot, weiß, Rosé, prickelnd, eher trocken. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt bin ich da echt ein bisschen flüssig unterwegs. Also ich bin flüssig unterwegs. Fluide, man ist fluide unterwegs. Nicht flüssig unterwegs, genau. Nee, also ganz ehrlich, bei Weinvorlieben, also ich merke natürlich schon, dass mir das eine besser schmeckt als das andere. Ich bin aber auch nicht so einer, der irgendwas jetzt rauscanceln würde aus meinem, also wenn mir jetzt einer irgendwie einen Weißen hinstellt, sage ich nicht, oh nee, ich trinke nur Rote. Aber prinzipiell würde ich sagen, also wenn ich mir selber mal einen Wein kaufe und jetzt nicht nur zum Ablöschen von irgendeinem Gericht, sondern für einen schönen Abend mit der Freundin oder so, dann wahrscheinlich doch eher einen Roten. Und dann mag ich auch echt diese, wie sie immer genannt werden, schweren, dicken, ein bisschen öligen. So ein Afrikaner. Zum Beispiel, ja. Aber auch, was fällt mir da ein? Also, ich bin da nicht so gut mit den Sorten an sich, aber früher Klassiker Montepulciano habe ich immer bestellt im Restaurant. Aber ich glaube, das ist so wirklich der absolute Klassiker. Syrah habe ich gerade zu Hause stehen. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin da total flexibel. Und alleine den Weißwein, den wir jetzt hier trinken, zeigt es mir immer wieder, das ist eigentlich was anderes. Also ich glaube, man muss Wein, so wie viele Sachen, Getränke und Essen auch so ein bisschen verstehen von, der Weißwein hat seine eigene Bedeutung, der Weißwein hat sein eigenes Recht da zu sein, genauso wie der Rotwein und der Roséwein natürlich auch wenn der, glaube ich, eher ein bisschen unbeliebter ist bei vielen. Glaube ich trotzdem, dass man einfach alles einzeln sehen soll. Ich glaube, Rot-Weiß vorziehen und Weiß-Rot vorziehen wäre nichts für mich. Ich bin da total offen. Also was ich noch erzählen möchte, ist, dass was sich über die Zeit des Podcasts produzieren und mittrinken dürfen, sich bei mir wirklich entwickelt hat, ist, ich kann wenig Weine noch aus dem Discounter trinken, so was früher so eigentlich völlig normal war. Ich habe ja das große Glück, dann hier wirklich sehr oft sehr, sehr, sehr gute Weine trinken zu dürfen, wo man einfach einen Unterschied schmeckt zu Discounterweinen. Und was ich immer wieder höre in den Aufzeichnungen ist, das geht dann um fehlerbehaftet. Ne? Dass also die Weine, die auf Masse produziert sind, die sind fehlerbehaftet. Okay. Die haben dann immer so Zwischentöne, die nicht ganz so harmonisch sind. Und das schmecke ich mittlerweile schon sehr. Ach krass.
Was nicht bedeutet, dass ich jetzt nur noch Weine ab 30 Euro aufwärts kaufe, so. Aber ich bin jetzt, ich habe mich auf jeden Fall schon verdoppelt. Also früher habe ich Weine für 2,99 getrunken. Hm. Und mittlerweile darf eine Flasche auch gerne mal 7, 8 Euro kosten. Okay. Und sage dann auch, jetzt machen sie richtig Spaß. Ansonsten ist bei mir, ich bin absoluter Fan im Sommer, absoluter Fan von Roséwein. Und ich finde es super schade, dass wir so selten Roséweine haben. Ja, kommt zu kurz so, eigentlich. Kommt absolut zu kurz. Ich glaube, Dietmar hat jetzt gerade vor kurzem das erste Mal einen Roséwein überhaupt da gehabt. Ich glaube, beide mögen auch Roséweine nicht so. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich bin da absoluter Rosé-Fan im Sommer. Und ansonsten für den Rest des Jahres eher auch im Weißen beheimatet. Mhm. Er sollte nicht allzu viel Säure haben, darf ein bisschen Restsäure haben, gerne auch mineralisch. Ich mag Weine, die von so Schiefer kommen, finde ich einen ganz großartigen Geschmack, so wie so ein Regenwasser, so ein Sommerregen auf Asphalt in die Richtung und mit so einem fruchtigen Kick, da bin ich gerne mit dabei. Ich habe auch letztens irgendwo einen unfassbar guten Weißwein getrunken und weiß aber wie immer nicht, wie der hieß und was das war, weil ich einfach absolute Gedächtnisstörung habe. Aber es ist auch normal. Also man muss das auch mal vergleichen mit anderen. Das Feld ist einfach zu breit. Das Feld ist zu breit. Also man muss mal schauen, was ist denn die Alternative zu Wein, wenn ihr jetzt im Park sitzt, Tempelhofer Feld, wie du gesagt hast. Ein Bierchen. Bierchen. Genau. Und da kennt man seine Marken, da weißt du, ja, das ist Berliner Kindl, das ist Berliner Pilsner. Also du hast einfach deine Standards und die schmecken ja auch eigentlich jedes Jahr gleich. Bei dem Wein kommt ja nicht nur dazu, dass ein Weingut dann irgendwie 50.000 Weine anbietet, sondern dass auch noch jeder Jahrgang komplett anders schmecken kann. Ja, die richtigen Freaks fangen ja wieder an mit den Jahrgängen und so. Ja. Also da bin ich völlig raus. Ich weiß doch jetzt nicht mal mehr, was ich gestern getrunken habe. Nee. Willst du mir jetzt erzählen, dass der 2020er ist, aber ein bisschen anders von den Nuancen als der 21er, da bin ich raus. Also sorry, wie der uns auch hier Günther aus dem Dings hier fragte vorhin so, wollt ihr einen 20er, 21er oder 22er? Sag, Alter, keine Ahnung, gib uns 20er. Ja, wurscht. Gib uns irgendwas. Also wir haben ja auch gar keine Richtlinie. Ne? Das ist auch das Ding, du vergisst es. Schmeckt oder schmeckt nicht. Genau. So. Aber ich bin immer traurig bei Wein, ne, dass er am Ende nur umschmeckt oder schmeckt nicht geht. Aber leider. Aber egal. Thomas hat aber noch eine Frage geschickt. Ich spiele die mal ganz wissbegierig hier. Mhm. Wo macht ihr denn dieses Jahr Urlaub? Oder wo würdet ihr am allerliebsten mal Urlaub machen? Also ich habe dieses Jahr schon Urlaub gemacht. Ich auch. Ich bin in Slowenien und Kroatien gewesen, habe extrem gute slowenische Weine gegessen, sehr gutes slowenisches Weine, Essen. Hast du Weine gegessen? Ja. Entschuldigung. Danke, dass du mir immer noch hilfst mit der richtigen Aussprache. Ja. Sehr gute slowenische Weine. Also wirklich, ist ein spannendes Thema auch. Finde ich absolut gut. Vielleicht einmal was weniger Gutes getrunken, aber nie wirklich was Schlechtes. Ist auch irgendwie nicht auf der Map. Slowenien, nee, ist nicht wirklich auf der Map. Haben aber auch wirklich Weinanbau, sind auch recht erfolgreich damit und haben ziemlich viele gute Weine. Ist ja auch in der Nähe von Österreich, da ist ja auch alles genau, weinlos. Ne? Genau, und das war so mein Urlaub, Slowenien, Kroatien, Rückreise über Italien, Grado und Österreich. Und im Oktober gönne ich mir nochmal eine Woche Chillaxing auf Mallorca. Ich war dieses Jahr schon in Spanien, das war das erste Mal für mich, also ich war tatsächlich schon ein bisschen unterwegs. Es gibt ja sehr viele Leute, die extrem viel mit Mitte 20 schon unterwegs waren, aber ich würde sagen, bei mir so mäßig. Ich habe letztes Jahr einen Interrail-Trip gemacht und ein Land, was immer auf meiner Liste noch offen war Spanien. Gerade auch total spannend, weil ich mag Frankreich und Italien total gerne und viele Leute ziehen ja total viele Vergleiche zu Spanien immer, was die Kultur, was die Architektur, alles mögliche angeht. Und war total schön. Wir waren in der Nähe von Valencia. Unglaubliche Klippen, also unglaubliche Natur, aber absoluter Wahnsinn, wie geprägt die Gegend vom Tourismus ist. Also das hatte ich vorher wirklich noch nie so intensiv erlebt. Ist auf jeden Fall ein bisschen bedingender Faktor für viele Leute wahrscheinlich, aber auf jeden Fall definitiv eine Reise wert und würde ich auch immer wieder zurück wollen. So. Und was willst du nochmal machen? Bei mir ist Malediven und Bahamas fehlen mir noch. Wirklich? Ja, fehlen dir noch alle anderen 198 Länder? Hast du schon gesehen. Ne? Den Rest hast du schon gesehen. Wo willst du nochmal hin? Ich war noch nie in Asien, in dem Sinne von, ich war schon mal in der Türkei, im anatolischen Teil, aber das ist jetzt wirklich nicht Asien. Südostasien-Teil, oder? Ich würde total gerne mal theoretisch nach China. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Ich würde mir total gerne mal China angucken. Ich würde auch total gerne einfach mal diese südostasiatischen Länder bereisen. Laos, Vietnam, Kambodscha, also diese ein bisschen diese Standardreise, die viele machen, aber es hört sich auch trotzdem immer sehr geil an. Weißt du was? Das machen wir zusammen. Oha. Mit dem Moped durch Vietnam und da gibt es in Dalat, ist eine Stadt in Zentralvietnam, ein Stückchen drunter noch, hinterm Haiwan-Pass und da gibt es ganz ausgezeichnete Weine. Da gibt es ausgezeichnete Weine? Ganz aus Dalat-Wein. Dalat-Wein ist wirklich richtig, richtig lecker.
Aber der Klassiker, trinkst du dort, schmeckt er, nimmst eine Flasche mit nach Hause, setzt dich aufs Tempelhofer Feld und dann schmeckt er nicht mehr. Aber dass hier nochmal ein neuer Vibe kommt, finde ich, sollten wir mal mit einem zweiten Wein machen, oder? Moment, Thomas hat tatsächlich Thomas hat noch eine Frage an uns geschickt. Mensch, Thomas hat sonst, na gut, okay, er hat sonst nicht so viel Zeit für uns. Kann er im Urlaub auch mal eine Frage stellen. Und was mich natürlich am allermeisten interessiert, wer von uns beiden ist euer Lieblingsmoderator? Oh je. Der Dietmar oder der fluffige Thomas? Dietmar 11 gefällt mir am besten. Was ist das? Nicht fest und flauschig, alt und fluffig oder was? Genau. Dietmar 11 gefällt mir am besten. Und ja, das kann man so schwer sagen. Das ist, weil sie beide sind ja völlig unterschiedliche Charaktere. Ja. Sie haben ja unterschiedliche Parts in der Folge. Ja, wir haben den Entertainer mit der Anmoderation. Wir haben den Fragenhagelkönig. Das ist gerade so ein bisschen die Frage, rot oder weiß. Ich kann mich da auch nicht festlegen. Na doch, ich schon rot, auf jeden Fall mehr. Aber okay, weiß-blau. Genau, weiß-blau. Ja. Aber jetzt können wir mal bilateral. Auch, genau. Aber jetzt können wir dann auch weiter schreiten. Ja, unbedingt bitte, weil ich bin richtig, ich habe richtig Bock. Ich bin auch sehr gespannt auf den nächsten. Gespannt. Vor allem, was du dazu sagst. Jetzt weiß ich ja wirklich keinen Bescheid mehr. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Wein. So, Alex bereitet gleich den zweiten Wein vor. Wie bereits Alex möchte auch ich noch einen kurzen Exkurs in die Vergangenheit wagen und euch noch ein bisschen was über den Weinanbau in Berlin erzählen. Der Weinanbau in Berlin hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Schon im 13. Jahrhundert wurden in der Umgebung von Berlin Weinreben angebaut. Heute ist der Weinbau in Berlin eher ein Nischenmarkt, aber er gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Stadt hat mehrere kleinere Weingüter, die sich auf den Anbau und die Produktion von Wein spezialisiert haben. Die meisten Berliner Weine stammen heute jedoch aus dem Berliner Umland, insbesondere aus den Regionen um Potsdam. Aber bisher auf jeden Fall großartig, was uns Alex für Weine präsentiert hat, und wir sind ganz gespannt auf den besonderen zweiten Wein. Jetzt kommen wir auch schon zum zweiten, und wie vielleicht der eine oder andere gerade oder die eine oder andere gerade gesehen hat, nicht nur ein Naturwein, sondern auch ein Naturkorken. Ja, ja, ich finde auch super spannend, wie du diesen Flaschenöffner benutzt, weil das ist überhaupt total unüblich, dass man das so macht. Echt? Ja, ja. Was mache ich denn falsch? Ja, du machst diese Dinger hier, müssen runterhängen, du packst das drauf und drehst das dann hier oben und dann schraubt der sich rein und dann ziehst du die Dinger hoch und du machst die Dinger aber hoch und drehst das ganze Ding rein. Ja, und dann völlig faszinierend, sie runter. Völlig faszinierend, aber wundert mich nicht, weil du auch nur mit diesem Ding klarkommst. Für gewöhnlich hat man ja Kellnerbesteck und das ist natürlich noch viel nicer. Aber egal, du hast jetzt den Korken einmal zerbrochen. Wir haben sie aufbekommen. Hauptsache, der korkt nicht. Das ist das Expertenwissen von der Weinprinzessin. So, und ich gieße mal ein. Ach, guck mal hier, deinen schütte ich mal jetzt hier so rein. Guck mal, wir haben so ein Zwischenglas. Ah ja, perfekt. Und jetzt hast du dein Glas ist jetzt vinifiziert. Sieht fast genauso aus wie der von davor. Aber er leuchtet mehr. Er leuchtet total. Er hat absolut güldenen Charakter. Man könnte auch sagen, flüssiges Gold hast du uns hier eingeschenkt. Wollen wir erstmal dran riechen wir und riechen dann das Etikett lesen? Komm, wir riechen erstmal. Ähnlicher Geruch wie davor, aber viel feiner. Und nicht dein BSR-Geruch hinten drin. Genau, der BSR ist nicht dabei. Sehr fruchtig, sehr weich, sehr bananig. Mhm. Aber auch sehr klar, wirklich. Okay, also Geruch ist absolut toll, Geruch fantastisch. Cool. Tropische Früchte vor allem, in erster Linie tropisch. Komm, lass mal tasten. Kosten. Viel weniger Kohlensäure. Naja, man könnte auch sagen, gar keine Kohlensäure, weil es ein Wein. Moment, hatte die vorher nicht irgendwas Prickelndes drin? Wenn für dich, also kann schon sein, dass er ein bisschen perlig auf der Zunge war. Also der war ein bisschen perlig. Aber Kohlensäure hat meines Wissens nach nur ein Sekt oder Champagner oder ein Sekko. Ja, oder ich meine, dieses Prickelnde halt. Ne? Das Prickelnde fehlt dir hier. Mir fehlen vor allem die Fachbegriffe, merke ich. Ja, ich habe auch ein bisschen Restkorken drin, aber das ist nicht so schlimm. Nein. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wein gerade, was nicht heißt, dass er schlecht ist. Er ist ganz hervorragend, aber er hat so eine Bitterkeit. Da kommt so was Bitteres irgendwie mit, finde ich. Mhm. Bisschen so wie Blätter, ne? So Lutschen an einem Blatt. Blätter. Herbstblätter. Herbst-Ahornblätter. Regen auf Herbstlaub. Wow. Und das, finde ich, trifft den Geschmack wirklich ganz extrem gut. Er ist auch schwerer, er ist voller, er geht breiter in den Mund, er legt sich darin und sagt, ich bleib auch noch einen Moment. Aber die Farbe ist überragend.
Die Farbe ist absolut überragend, muss ich dir ganz ehrlich mal sagen. Er leuchtet richtig. Und ich finde, dass zu einem Wein passt ganz hervorragend auch ein Essen. Alles klar. Und zwar ein typisches Berliner Essen. Da bin ich richtig gespannt, was du als zweites rausholst. Buletten. Der Grund, warum ich in jeder Mittagspause immer so glücklich bin. Ein paar Facts. In Norddeutschland werden Buletten oft als Frikadellen bezeichnet. Der Unterschied zu den süddeutschen Buletten ist oft nur regionaler Sprachgebrauch. In Berlin sind Buletten ein traditionelles Gericht, das oft mit Senfbrötchen serviert wird. Sie sind ein beliebter Snack und werden häufig an Imbissen angeboten. Ein klassisches Bulettenrezept beinhaltet Hackfleisch, Zwiebeln, Ei, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer und manchmal Senf. Die Zutaten werden gut vermischt, zu kleinen Klößen geformt und in der Pfanne goldbraun gebraten. Wir werden gleich herausfinden, wie Sebastian seine Buletten gemacht hat. Und wer braucht schon Kaviar, wenn er eine gute Bulette haben kann? Mm. Hammer, selbst gemacht, ja. Danke, die Buletten sind wirklich selber gemacht. Den Kartoffelsalat habe ich jetzt gekauft. Ich muss eigentlich gestehen, es ist keine gute Idee, die Buletten in der Mikrowelle nochmal warm zu machen, weil sie werden echt extrem trocken. Aber man merkt eigentlich, wie sie geschmeckt hat, trotzdem ein bisschen. Ich habe aber noch welche oben, frisch aus der Pfanne, von zu Hause. Und die werden wir nach der Sendung, nach der Aufnahme dann nochmal verköstigen. Perfekt. Ist jetzt ein bisschen schade. Ja, wie mache ich meine Buletten? Also als Berliner sollte man ja auf jeden Fall Buletten machen können. Mhm. Ist ja ein absoluter Klassiker in der Berliner Küche, Bulette und Kartoffelsalat. Ich nehme Hackfleisch gemischt. Habe jetzt auf die Menge ungefähr 500 Gramm Hackfleisch gemischt, habe ich 2 Eier reingemacht, Vollei, Salz, Pfeffer, Paprika, Zwiebeln kleine Schnitten, Knoblauchpulver und noch eine kleine Geheimzutat. Ich weiß es, glaube ich. Ja, sag mal. Kümmel. Nein. Und zwar ganz, ganz, ganz in mini kleine, feine, Würfel geschnittene Gewürzgurke. Wow, okay, die auch noch Gewürzgurke, drin. Die haben wir nicht bei uns zu Hause, aber der Kümmel, der Weil, worauf ich immer richtig Bock habe, in den Kartoffelsalat gehört ja auch immer noch Gewürzgurke, kleingeschnitten ein bisschen mit rein. Und ich finde, wenn in der Bulette auch nochmal ein Element von dem Kartoffelsalat mit drin ist, dann treffen sich die beiden Geschmäcker und feiern eine richtig derbe Party. Richtig derbe Party im Mund, genau. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie denn deine Bulette, der Senf und der gekaufte Kartoffelsalat jetzt wirkt, wo ich das alles gegessen habe. Bin ich auch mal echt gespannt. Und jetzt? Aber ich nehme noch einen kurzen, ich muss noch einen kleinen. Muss noch mal nach. Ich muss noch von der Bulette noch mal ein bisschen was nehmen. Ich greife schon mal zum Wein. Mhm. Mach mal. Toll. Hatte gerade ein Mittelstück von der Bulette. Wow. Da verändert sich auf jeden Fall was. Der Wein kriegt, der wird spitzer. Der wird spitzer. Der wird spitzer, ne? Ja, da kommt. Der kommt mehr wie ein Pfeil. Der kommt wie ein Pfeil, ja. Genau. Der hat sich ohne Essen, hat er sich in den Mund so breit gemacht, wie so ein Wobbler. Jetzt muss er sich seine Lücken suchen. Und jetzt macht er so. Auf jeden Fall. Geht so rein in die Geschmacksknospen. Also total gut, weil, also der das andere. Passt. Der Überraschenderweise andere, passt das extrem gut. Der andere Wein mit der Currywurst, die haben sich ein bisschen ausgeglichen. Aber das hier, das hebt den Wein auch echt ein Stück nach vorne. Ja. Das ist total spannend. Also wir haben uns ja da wirklich keine Gedanken darüber gemacht, welches Essen machen wir zu welchem Wein. Nee. Sondern es war wirklich so, ich habe gesagt, ich mache das Essen, du machst den Wein. Genau. Und dass das beides wieder so eine geile Kombination ist, fetzt natürlich mega. So, macht richtig Freude, macht richtig Spaß. Aber was ich immer noch nicht weiß, lieber Alex, ist, welchen Wein hast du denn überhaupt mitgebracht? Also ich sehe zwar die Flasche hier und ich trinke den, aber was ist das, bitte? Total spannend. Klär mich also, auf. Wir haben ja einmal kurz, habe ich es schon mal durchblitzen lassen. Es gibt am Kreuzberg mittlerweile wieder Wein. Ne? Wie gesagt, früher 100 Winzer, jetzt gibt es wieder einen Wein irgendwie aus den 60ern. War eine Patenschaft. Hat sich jetzt hochgeschaukelt, dass der Wein halt wirklich auch da geerntet wird. Gemacht wird er allerdings woanders. Das hat leider, glaube ich, auch wieder ein bisschen was mit Bürokratie zu tun. Und wie gesagt, der hieß, glaube ich, ja, also wenn da jetzt noch ein Berlin-Wein-Experte kommt, korrigiert uns gerne. Schreibt uns in die Kommis, ne? Aktiviert die Glocke. der heißt Weinungsfreiheit. Mhm. Ja? Und das ist ein Name, ich glaube, der wurde nämlich irgendwie kollektiv gefunden und auch gesucht, eben weil ja der Wein nicht mehr so heißen durfte, wie er hieß, weil das ja auf einen Ort Rückschluss gegeben hat. Und deswegen haben wir hier die Weinungsfreiheit. Und es war total spannend, diesen Wein zu finden, weil, wie gesagt, am Anfang von dieser Idee, diesen Podcast zu machen mit der Idee Berlin als Thema, musste ich natürlich erstmal schauen und recherchieren. Und natürlich waren wir zusammen in Britz, aber während du in deinem Urlaub warst,
war ich auch unterwegs. Und zwar nicht weit weg. Ich war in Kreuzberg. Tatsächlich in Kreuzberg, genau. Und zwar hat sich herausgestellt, dass man den Wein nicht kaufen kann. Du kannst ihn nicht kaufen. Okay. Du kannst. Und jetzt, du hast ihn geklaut. Normalerweise wird der Wein quasi genommen, der wird Leuten verliehen oder Leuten gegeben, die irgendwas Besonderes gemacht haben als Präsent. So wie das Deutsche Ehrenkreuz, oder wie heißt das? Genau. Was man vom Bundespräsidenten, Bundesverdienstkreuz. Das kriegt man vom Bundespräsidenten. So kompliziert war es nicht, also ich musste jetzt nicht so viele Hürden durchspringen. Ich musste tatsächlich im Endeffekt einfach hinfahren zum Stadtmuseum Friedrichshain-Kreuzberg, weil du kannst ihn zwar nicht kaufen, aber du kannst ihn gegen eine 10-Euro-Spende dann du hast quasi gespendet. Verliehen bekommen, also also übergeben bekommen, ne, sagen wir mal. Ich habe gespendet, deswegen auch leider keine Quittung. Wie kann ich mir das vorstellen? Du fährst dahin, hast so einen 10-Euro-Schein und sagst, ich möchte gerne 10 Euro spenden und dann kommt so eine Flasche zurück? Absolut, absolut. So war das. So funktioniert das Wahnsinn. Dann. Also die haben da, also das Museum kann ich auch jedem Saale und Struth mal eine Scheibe von abschneiden. Richtig, das ist noch richtig nahbar. Also das ist halt wirklich auch ein sehr spannendes Museum, kann ich jedem empfehlen, der oder die aus Berlin kommen, aber auch Leute, die einfach mal auf der Durchreise sind oder im Urlaub hier sind, dieses Museum abchecken. Da gibt es total coole Sachen. Auch ein unglaublich netter Mensch, mit dem ich da geredet habe, der mir da auch nochmal mehr erzählt hat zu. Von daher absolute Empfehlung. Und ich würde sagen, der Wein lohnt sich. Also, also man muss auch sagen, 10 Euro, 12 Euro. Wir hatten vorhin die Situation in Britz. Naja, ist aber bitte nicht, aber es ist ja 375 Milliliter Flasche jetzt auch, ne? Ja. Ich meine, wenn du den mal auf 0,7, dann bist du mal bei 20 Euro. Natürlich. Ich will nicht sagen, dass das jetzt hier billig ist. Aber oder, für einen guten Wein. Billig ist ja auch schlechte Qualität. Billig im Sinne von kostengünstig ist es jetzt nicht, wenn man es mit den Discounterweinen vergleicht. Ist natürlich kein Chassagnier Montrachet von Christian Lohse, ne? Aber auch lecker. Glaube ich. Ja, ich habe ja leider nichts davon probieren dürfen. Ne? War Kassel in der Markthalle. Das war, war das der teuerste Wein tatsächlich, den du je getrunken hast? Ja. Also Leute, wenn ihr da nochmal was sehen wollt, Shoutout. Wir haben gerade die lose Folge nochmal als Classic laufen. Aber zurück zum Thema. Der Wein 2022 Weißwein aus Kreuzberg, aus dem Museum. Total cool. Ja, oder? Absolut cool. Und damit haben wir einen Wein aus Kreuzberg und einen Wein aus Neukölln. Irre. Ja. Ist wirklich irre. Also es ist richtig geil. Das ist so cool, oder? Wer hätte gedacht, als wir uns die ersten Überlegungen gemacht haben zu dieser Folge mit Berliner Wein, ob das irgendwie was wird. Ich habe dann noch gesagt, okay, dann holen wir halt aus Werder noch so einen Obstwein oder so. Und du hast wirklich, also bisher hast du sehr krass performt, was die Weine angeht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber dein Essen Alex, auch. Also, dein Essen auch. Also Chapeau an uns beide. Ne? Ist jetzt das erste Selbstgemachte, zumindest die Bulette. Und ja, geil. Einfach nur geil. Ihr findet die Weinflaschen und Beschreibungen dann auch nochmal wahrscheinlich in den Shownotes und überall da, wo man uns irgendwie mitbekommt. Ja klar. Das ist ja dann dein Part, das machst du ja. Also ist ja, wenn die Produktion durch ist und der Schnitt durch ist, dann fängst du ja eigentlich erst so richtig an zu arbeiten. Ne? Dann kriegst du unser Material, dann machst du Instagram, TikTok, Facebook, Internetseite, überall, YouTube. Und dann gehst du ja richtig rein und dann machst du den Highlight-Schnitt. Dann machst du die ganzen Stories und Verlinkungen und hast die ganzen Ideen für die Gewinnspiele. Deine Arbeit kommt halt immer dann, wenn meine Arbeit eigentlich durch ist. Mhm. Und das Problem ist, dass meine Arbeit immer dann so kurzfristig durch ist, dass du eigentlich immer 2 Tage vor Veröffentlichung eigentlich erst anfangen kannst zu arbeiten und dir dann die Nächte um die Ohren schlägst, um dann irgendwie den Content dann zu produzieren, der am Ende dann den Leuten hoffentlich auch gefällt. Ich hoffe das auch. Denke ich auch. Es ist auch alles machbar. Also 2 Tage ist schon mal vorgekommen, aber im Optimalfall. Es ist nicht der Normalfall. Im Optimalfall kümmere ich mich ja auch um den Produktionsplan ein bisschen und da bin ich ja im Endeffekt auch manchmal selber schuld. Alex sagt mir dann auch immer, wo ich hinfahren muss. Genau. Sag mal so, Sebastian, du musst übrigens am Mittwoch dann in Kassel sein, um 10 Uhr, alles klar. Und wie fährst du eigentlich nach Kassel? Also wie begibst du dich auf diese Reise? Mit dem ganzen Material? Nimmst du alles in den Rucksack oder wie machst du das eigentlich? Wäre doch mal spannend für unsere Hörer zu hören. Im Normalfall komme ich hier morgens an in der Firma, packe das Equipment zusammen, ja, also gucke, also haben wir 1 Gast, 2 Gäste, Mikrofone, was brauche ich, Aufzeichnungsgerät, Speicherkarte, Akkus, alles dabei, Kamera, Stativ, dann packe ich mir das alles möglichst kompakt zusammen und begebe mich dann direkt zum Hauptbahnhof und fahre dann dorthin, wo der Produktionsort ist. Es war Gott sei Dank schon sehr oft in Hamburg, das ist also eine relativ kurze Strecke. Ist machbar. Ist machbar. Kassel war auch okay, es ist halt immer dann nervig, wenn du umsteigen musst, ne? Weil du hast dann die ganze Zeit die Raffel und dann musst du wieder raus und aufs andere Gleis und in den nächsten Zug und so weiter und so fort. Aber es klappt immer sehr gut und macht auch sehr viel Spaß und das ist ja auch das, was das ja so aufregend macht, ne? Was das so spannend macht, ne? Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen
Und ja, du weißt auch nie, was kommt. Also es ist, wir kennen ja auch die Locations nicht. Mhm. Also wir wissen halt, ja, okay, es ist in einer Markthalle in Kassel. So, und dann bist du in dieser Markthalle in Kassel und ja. dann ist da plötzlich nichts. Also wir hatten mal für einen anderen Kunden eine Podcast-Aufzeichnung. Da sagte dann der Kunde zu mir, schön, dass Sie da sind. Wir haben eine Wohnung angemietet für den Podcast. Und okay, alles in Ordnung. So, die Wohnung war komplett leer. Da war gar nichts drin. Oh Gott, es halt ja, wie verrückt. Und dann habe ich erstmal halt das und dann habe ich noch gesagt, aber ich bräuchte wenigstens noch einen Tisch, wo ich meine Sachen raufpacken kann oder die Mikrofone irgendwo hinstellen muss. Ne? Oder alle auf dem Boden Schneider sind. Genau, auch mal schön. Aber ja, genau. Also so viel dazu und absolut geil. Und deine spannendste, längste Reise? Naja, spannend und längste war natürlich, ich nehme jetzt mal nicht den gesamten Produktionsding. Also manchmal haben wir auch so aufgrund der Gäste, wenn die erst abends Zeit haben, dann habe ich auch eine Übernachtung mit drin, sonst fahre ich wieder zurück nach Berlin am gleichen Tag noch. Klar. Aber war natürlich Zürich, ne? Mhm. Meta Hildebrand in Zürich, also da sind wir auch geflogen, sonst fahren wir ja immer mit dem Zug oder mit dem Autowagen, aber das war wirklich mit dem Zug und das war auch irre, also das war absolut irre. Ne? Ja, und wir haben uns ja im Vorfeld auch schon bei euch gemeldet, bei unserer Community. Und haben gesagt, hey, wir machen diese Extra-Folge. Wenn ihr noch ein paar Fragen an uns habt oder an die Produktion oder generell, dann schreibt uns. Und uns sind ein paar Sachen zugekommen. Und zwar haben wir unter anderem eine Frage. Was wäre euer Wunschgast oder Gästin, der oder die einmal bei Invino zu Gast sein sollte? Kann ich sofort beantworten. Sofort? Ja, das ist Marius Müller-Westernhagen. Ah. Natürlich auch aus persönlichen Gründen. Mhm. So, ich war jetzt auch im Sommer beim Konzert gewesen. Ich weiß, dass Thomas auch beim Konzert war. Ich glaube, würde Thomas auch gefallen. Ja, der war auch da. So. Ja. Und ich glaube, er hat auch gesagt, wenn ich Westernhagen als Gast für den Podcast hole, bin ich unkündbar in der Firma. Das wäre auf jeden Fall echt ein Hammer. Da habe ich richtig Bock drauf. Mir fällt ehrlich gesagt so spontan gerade keiner ein oder keine ein. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ja? Ja. Also, nee. Dann reichen wir das ja nach. Was ich ja ganz cool fand, sind ja, wenn so Leute da sind, die ich von früher kenne. Also als wir zum Beispiel Nina Mogadam da hatten. Ja. Das war irgendwie cool, weil ich habe die natürlich cool, bei Togo als Kind gesehen und dachte dann so, ja. Okay, dann habe ich zwei, sage ich. Das ist Westernhagen und das Steven Gätjen. Weil ich bin aufgewachsen mit TAF bei Pro7. Und da hat ja übrigens Jessica hat auch dort mal moderiert. Jessica Schockmann? Oder die hatte Talk moderiert, aber die kennt auf jeden Fall auch den Steven. Und Steven wäre richtig geil. So, den wünsche ich mir auch noch. Und ich glaube, der ist einfacher zu kriegen. Und ich will nicht sagen, dass Steven einfach ist, aber ich glaube, wenn man ganz realistisch das betrachtet, ist wahrscheinlich Steven Gätjen ein bisschen schneller, einfacher zu bekommen als vielleicht ein Westernhagen. Dann hätte ich noch gerne Peter Fox und Frank Delay von Seed. Ja? Ja, warum nicht? Okay. Also ich glaube nicht, dass die jetzt die Oberweinkenner sind, aber es sind auf jeden Fall absolute Helden meiner Kindheit und meiner. Ja gut, wir hatten ja nicht immer Weinkenner da, ne? Nee, das stimmt. Wir hatten Titus mit dem Bier, Herrengedeck. Titus, der Bier gemacht hat, dann hatten wir den Meester, der auch keine Ahnung von Wein eigentlich hatte. Und wir haben ja auch Sonderfolgen gemacht mit Bier, wir haben Sonderfolgen gemacht mit, Jörg Meier, Wermut. Ja. Auch geiler Typ. Also Jörg Meier, wirklich, den ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht so, das wird bestimmt schwierig. Aber ey, total entspannt, der Typ. Also super geil, hat richtig Spaß gemacht. Und das war auch eine tolle Folge mit der Atmosphäre. Hier bei uns geiler im Typ, Studio, Leute, also wenn wir dann hier die Plätze alle ausgebucht haben, ist eine coole Stimmung. Stimmt, diese hier, genau. So sieht das ja dann aus, da sitzen ja dann die Leute. Und auf der Seite sitzen auch noch Leute. Also ist schon echt, es macht Spaß, cool. Nächste Frage. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, ist: Wie war das meiste, was an Weinflaschen in einer Folge mal leer geworden ist? Also Grammatik weiß ich nicht ganz, ob die da on point ist bei der Frage, aber die Message kommt rüber. Die Message kommt auf jeden Fall rüber, ja. Die meisten Weinflaschen, die getrunken wurden bei einer Aufzeichnung? Ja, genau. Also was ich sofort sagen kann, ist, dass die meisten Champagnerflaschen haben wir auf jeden Fall bei Jessica getrunken in Hamburg. Da hat sie uns zu sich nach Hause eingeladen und es ist richtig schade und traurig, dass ich nach der Aufzeichnung schon gehen musste, denn wie ich hörte, sind Dietmar und Thomas doch noch ein bisschen länger geblieben und haben noch eine Flasche Champagner mit Jessica getrunken. Und das Ding ist auch so, dass die wirklich alle sehr gut geschmeckt haben. Also da war wirklich nichts dabei, wo du sagst, irgendwie, man kennt das ja, man ist irgendwie so, Oma hat ihren 60. Geburtstag und dann hat sie gesagt, ach, heute gönnen wir uns mal was, kauft eine Flasche Moët und dann trinkst du den und denkst du, ach Gott, das schmeckt ja gar nicht. Und ich glaube, so ab 70 Euro beim Champagner, da fängt es schon wirklich an. Ich glaube, das war einer auch der teuersten Flaschen, die ich jemals bestellt hatte. Ich erinnere mich, Rhöner Rosé. Du bestellst ja auch immer deine die Pullen. Ich bin dafür auch noch zuständig manchmal. Auch noch, dann musst du auch noch alles Und was machen. Nicht alles, Leute. Mein Gott, du armer Kerl. Meine Güte. Nee, Rhöner Rosé, der war ganz lange, als wir früher noch das die goldenen Weinkorken hatten, ganz oben. Das war, der Champagner lief sehr gut. So, und ansonsten hält sich das doch relativ die Waage, würde ich sagen. Also drei Flaschen schaffen wir schon, aber wir sind ja auch zu viert.
Ja, so, das geht schon, genau. Uns ist auch noch eine Sprachnachricht geschickt worden von einem Zuhörer. Geil, wäre cool. Hey, meine Frage an euch ist, mit wem von den Gästen, die bei euch zu Besuch waren, würdet ihr gerne noch mal ein Weinchen trinken? Also, ich muss jetzt ganz kurz mal reingrätschen. Na, Ich war nur anwesend bei Folgen mit Leuten, die bei uns hier im Studio waren. Also, ich reise ja, wie gesagt, nicht mit jetzt nach Zürich oder so. Wäre ja ein bisschen Overkill auch irgendwann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine Person, mit der ich auch hier auf den Wein anstoßen durfte und die ich auch echt angenehm fand, Heiko Antoniewicz. Mhm. Klasse Typ. Und der hat mir super viel Spaß gemacht. Er ist halt einfach ein Brain, ne? Ja. Heiko ist einfach ein Brain. Also aus irgendwie Wurzeln von Raps wieder irgendwas gemacht. Der kann also, dir alles erzählen. Total crazy. Wie sieht's bei dir aus? Schwierig, weil wir sehr, sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt haben. Mhm. Auch Leute, wo du manchmal im Vorfeld denkst, oh, das wird bestimmt schwierig. Also gerade die Leute, wo du denkst, das wird schwierig, sind halt die geilsten Gäste. Mhm. Wer immer eine Bank ist, Nathalie Lump. Immer eine Bank. Weihnachtsfolge. Unter anderem auch die Weihnachtsfolge und die Remote-Folge. Das ist immer geil. Mit Meta würde ich gerne nochmal eine Folge machen, weil da waren wir alle so ein bisschen unter Zeitdruck, weil unsere Anschlussflüge, wir mussten unsere Flüge dann zurück wieder bekommen. Nochmal ins Metaversum einsteigen. Ins Metaversum nochmal rein. Und ich weiß, dass wir mit Sack und Pack dann da irgendwie sofort los sind und dann schnell und ab zum Flughafen und hat so ein bisschen dann hinten raus uns das genommen. Deswegen wäre Meta auf jeden Fall ein absoluter Kandidat. Und wenn Christian gerne möchte, dass ich nochmal nach Falkensee komme und er nochmal für mich kocht, dann sage ich auch nicht nein. Salon. Also ein loses Salon, da ist man immer gerne zu Gast, weil das können die Imperfektionen. Also Gastgeber sein, das ist wirklich absolute Oberspitzenklasse. Letzte Frage, kein Wein oder mehr Wein? Das ist meine Frage. Immer mehr Wein. Wollen wir jetzt gar nicht zu doll philosophieren über die Frage. Immer mehr Wein, aber moderates Trinken ist ein Genussmittel. Ja. Ich habe noch eine Frage aus der Community und die war gewesen, gibt es eigentlich immer eine Aftershow-Party? Gibt es immer eine Aftershow-Party? Naja, hast ja gerade erzählt, bei Jessica Stockmann bist du irgendwann rausgeschmissen worden. Nee, ich musste den letzten Zug von Hamburg nach Berlin kriegen. Gibt es immer eine Aftershow-Party? Also wenn wir ganz ehrlich sind, in den meisten Fällen gibt es keine Aftershow-Party. In den meisten Fällen haben wir das nicht. Wir haben die, wenn wir hier in diesem Studio mit Gästen und Zuschauern, dann trifft man sich oben natürlich nochmal in der Küche und dann trinkt man auch nochmal ein bisschen was. Aber jetzt so wilde Aftershow-Partys gibt es eigentlich nicht. Also in den meisten Fällen müssen wir dann doch irgendwie auch wieder unsere Züge nach Hause kriegen und dann wieder losfahren. Was übrigens so eine Sache, muss ich mal erzählen, was richtig geil war, als wir auf Sylt waren. Mhm. Johannes King. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht, denn wir haben früh morgens um 9 Uhr, 10 Uhr die Folge aufgenommen, haben schon angefangen mit dem ersten, was haben wir da getrunken? Portwein und Madeira ist der Experte. Und waren dann zum Mittag dann bei ihm im Imbiss in seinem Lokal dann dort und haben dann dort noch schön gegessen, noch ein Weinchen getrunken, noch ein Portwein getrunken. Und da war es so schlechtes Wetter, es war so Sturm. Ich habe dann noch versucht, so ein paar Videos für Instagram aufzunehmen mit den Jungs. Ich kann mich erinnern. Keine Chance. Ich habe damals alle möglichen Programme Wahnsinn. Versucht. Alle Filter draufgelegt, alle KI-Module, die es gibt. Es wurde nichts. Nee. Das war so irre, wir hatten so schlechtes Wetter. Aber es hat richtig Spaß gemacht. So, und ihr seht, die Pulle ist leer. Die 375 Milliliter Pulle ist tatsächlich auch leer geworden. Es sind ja nicht mal zwei volle Gläser. Wenn du von 0,2 ausgehst, sind zwei volle Gläser 0,4. Ja. Okay, what's next? Ich muss hier mal abstreichen auf meiner Liste, was wir hatten. Wir hatten jetzt schon den zweiten Wein. Wir haben das Essen schon. Meine Güte, was kommt denn dann jetzt noch? Fragen zur Community. Du, da bleibt bei mir nur noch ein dritter Wein, oder? Ich wollte gerade sagen, den haben wir ausgetrunken. Let's go. Dritter Wein. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, ist die zweite Halbzeit schon angebrochen. Zeit für eine kurze Degustation der ersten Hälfte. Alexander im Team Wein hat bisher auf jeden Fall grandiose Tropfen aus der Region Berlin gezeigt. Und wir dürfen gespannt sein, was der dritte Wein sein wird. Sebastian, der heutige Spitzenreiter, was die Kulinarik und die Verköstung angeht, hat bisher auf jeden Fall gezeigt, dass er als Joker von der Bank sofort abliefern kann, wenn es darauf ankommt. Und das ist eben auch, was die Stärke im Team von In Vino, Wer wie was, der Weinpodcast ausmacht. Es bleibt spannend, was wir noch sehen werden. Und ich würde sagen, wir hören und schauen einfach mal weiter. So, wir kommen zum dritten Wein. Jetzt tauschen wir wirklich mal die Gläser und gehen jetzt mal zu dem, was wir in der Firma Weingläser nennen würden. Und ich stelle mal die anderen hier so beiseite. Ein bisschen. Und die Flasche ist noch im Säckchen. Deswegen die Frage, wird das eine Blindverkostung oder?
Lass uns einfach mal schauen, was es mit uns macht, wenn wir nichts sehen vorher. Wir schauen mal, was er mit uns macht. Ja, jetzt achten wir mal auf Sebastians Reaktion. Luzide Weine. Wir trinken jetzt luzide Weine. Es ist was Rotes. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Da würde uns so Christian Lohse wahrscheinlich nicht mit der geschlossenen Faust auf den Kopf hauen. Also wir haben hier was Rotes im Glas. Es ist nicht ganz so tiefrot. Es ist eher so ein bisschen schmierig rot. So würde ich es mal bezeichnen. Es geht in die Richtung von rotem Traubensaft von der Farbe. Mhm. Es ist für meinen Geschmack, sieht es nicht appetitlich aus. Er macht jetzt nicht Bock auf Trinken. Meinst du nicht? Aber wir riechen erstmal. Oh, krass. Der riecht ja richtig intensiv schwer. Das ist verrückt. Nee, das ist vor allem Vanille. Mhm, stimmt. Da ist ganz viel Vanille, da ist Proteinpulver drin. Ja, komm, jetzt mal ehrlich. Nee. Hast du dir mal einen Proteinshake gemacht mit Milch und dann diese Pulver da drin? Mhm. Das riecht genauso wie das. Das ist irre. Wahrscheinlich im Geschmack Beere. Also ich erwarte jetzt... Proteinpulver. Ich erwarte jetzt einen total geilen, schweren Rotwein. Ich glaube, es wird nicht schwer, aber ich glaube, es schmeckt. Prost. Cheers. Es prickelt. Es prickelt. Na, da prickelt nichts. Also ich finde, da prickelt ja nichts. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, da gehen wir überhaupt nicht miteinander überein. Also ich nicht mit dem Wein. So, der ist, was er hat, ist, er schmeckt exakt genauso, wie er riecht. Da kommt nichts anderes. Er schmeckt auch genauso wie Vanille und Proteinpulver. Er hat leichte Säure. Aber am Ende. Ja. Aber wenig Tannine. Also hinten. Am Ende kommen die nochmal so über die Zunge nochmal, legt sich nochmal was drüber. Finde ich ganz schwierig. Also ich finde, total spannend an, weil ich finde ja schon, er prickelt im Sinne von, da sind Bläschen drin. So Stichwort Kohlensäure, die keine Kohlensäure ist, nochmal. Genau, ja. Also die schießt dir am Anfang auf die Zunge. Ja, es ist wie, pass auf, ich weiß, wie das ist. Das ist, du hast dir einen roten Traubensaft gekauft, du bist zwei Wochen im Urlaub im Sommer, kommst wieder und das Erste, was du im Kühlschrank findest, ist nur den Tetrapack, schraubst du oben auf den Sip von und genau das kommt dann. Also so, ja, es ist natürlich auch, also es ist jetzt nicht, auch nicht ganz meiner. Vor allem dieses Schießen, dieses Prickeln am Anfang, total ungewohnt. Mm. Danach legt sich das alles auf der Zunge ab, aber geht auch nach oben. Auf der Zunge, ne? Es liegt und es bleibt total da. Und ganz am Ende, wenn du jetzt anfängst, einfach wieder zu reden, dann merkst du dann, wie die Säure kommt. Mm. Also du merkst wirklich. Drückt wieder hoch, ne? Ja. Wieder in den Mund. Ja, also gibt es bestimmt Leute, die draufstehen. Ja, na sicherlich, um Gottes Willen. Das ist ja auch nicht schlecht. Also ich will jetzt nur sagen, es trifft nicht meinen Geschmack. Ja. So, und ich glaube, da gibt es 90% der Rotweine treffen nicht meinen Geschmack, weil ich eh nicht so der Rotweintrinker bin. Auf jeden Fall immer auch gerne ein bisschen kühler und das ist er auf jeden Fall. Mhm. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Ja, 15 Grad stand auf dem Etikett vorne, als ich vorhin gelesen habe. Aber ich, weißt du, was ich machen würde? Ich würde dem noch eine Chance geben. Ich glaube, ich auch. Und zwar womit? Mit einem Essen. Ja, kommen wir zum dritten Essen. Was ich völlig... Bei den Klopsen gibt es regionale Unterschiede und die habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Drei verschiedene Varianten. Einmal die Berliner Klopse. In Berlin werden Klopse oft als Berliner Buletten bezeichnet und sind besonders bekannt für ihre Zubereitung in einer kräftigen Soße, oft einer Rotwein- oder Senfsoße. Dann die sehr bekannten Königsberger Klopse. Diese Variante stammt aus Königsberg und wird in einer weißen Soße mit Kapern serviert. Sie sind eine Spezialität der ostpreußischen Küche und zu guter Letzt das Sauerfleisch. In einigen Regionen Deutschlands, insbesondere in Westfalen, werden Klopse auch als Sauerfleisch bezeichnet und mit einer sauren Soße serviert. Sebastian und Alexander lassen sich die Klopse jetzt schmecken. Ich sage guten Appetit und weiter geht's. Auch wieder selber gemacht? Nein, die sind nicht selber gemacht. Die habe ich gekauft. Okay. Ich wollte sie gerne selber machen, aber aus terminlichen Gründen ist mir das nicht so ganz gelungen. Ich muss jetzt auch, nachdem ich gerade unseren Kommentator gehört habe, auch gestehen, ich habe mich für Königsberger Klopse entschieden. Ah. Was aber nicht so schlimm ist, weil er mein Ursprung quasi aus Ostpreußen ist. Also meine Oma kommt ja ursprünglich aus Ostpreußen, von daher liegt das natürlich nahe, okay, dass es dann doch die Königsberger Klopse geworden sind, statt die reinen Berliner Klopse.
Okay. Ändert aber nichts daran, dass auch die Königsberger Klopse natürlich eine absolute Berliner Spezialität sind. Denn nicht ohne Grund hat ja Tim Raue auch die besten Berliner Klopse der Welt gekocht. Okay. Er hat für Angela Merkel gekocht, für Barack Obama, für alle Größen dieser Welt wird Tim Raue engagiert und soll dann seine Klopse kochen. Tim Raue wird jetzt übrigens demnächst auch das Restaurant am Fernsehturm übernehmen. Und er hat schon bei Instagram angekündigt, dass es natürlich auch dort wieder Klopse geben wird. Ich habe gehört, dass in seinem Restaurant in Mitte, was 2 Sterne hat, wohl die Klopse 260 Euro kosten oder so. Vielleicht ist es aber auch das Menü mit den Klopsen. Und was ich absolut empfehlen kann, ist, schaut mal bei Google, gebt mal ein Rezept Klopse nach Tim Raue. Habe ich schon mal nachgekocht. Ist wirklich richtig, richtig, richtig toll. Absolut lecker. Shoutout Tim Raue, falls du das hörst oder jemand, der ihn kennt. Tim Raue wäre auch noch ein Kandidat für den Podcast, absolut. Aber da habe ich auch wieder Angst vor. Ich habe Angst vor Tim Raue. Am Ende kommt er noch mit seinen 66 Kreuzberg Boys. Seinen Kreuzberg Boys hier eingeritten und zerlegen uns hier noch die Hütte. Oh shit. Nein, ich glaube, Tim Raue ist auch ein bisschen gediegener geworden und ist auf jeden Fall einer von den Kandidaten, wo ich sagen würde, da hast du vorher Angst und dann ist wahrscheinlich ganz cool. Wahrscheinlich genauso jemand wieder. Ja. Wollen wir mal schauen, wie der Wein zum Essen schmeckt? Ich würde gerne noch kurz was zu den Klopsen sagen. Bitte. Also total interessant, weil das ist ein Gericht, das ist bei mir viel zu kurz gekommen bisher. Mhm. Berliner Königsberger Sauerfleisch, ich könnte dir gar keine Unterschiede sagen, weil dieses Gericht ist absolut nicht bei mir irgendwie familiär beheimatet. Klopse gar nicht? Nee. Habt ihr nie Klopse gegessen? Nee, ist überhaupt nicht so ein Ding bei uns. Jetzt, wo ich es gerade esse, ich muss sagen, erinnert mich ein bisschen an Kantine früher in der Schulzeit. Ja. Aber ist auf jeden Fall stabil. Kannst du essen. Ist ein Essen, was du sehr gut vorbereiten kannst. Mhm. Kartoffeln hast du vorbereitet, die Klopse werden gebrüht. Mhm. Du machst dann die Kapernsoße mit dazu. Also. Und jetzt kommen wir zu dem Easy Rezept. Kombinationsfaktor. Ich trinke jetzt mal einen Wein dazu. Also auch der wird natürlich besser zum Essen, aber wir werden hier heute Abend keine Freunde. Ihr beide werden gar keine Freunde. Der Wein und ich, wir werden keine Freunde. Er hat mir zu viel dieses Vanillige, er hat mir zu viel dieses, so eine Douglas-Filiale in so einem Einkaufscenter. Nee, das ist mir ein bisschen too much. Also ich und er, wir werden nicht beste Freunde, aber ich finde ihn sehr okay. Also ich finde ihn auf jeden Fall ein total guter. Okay. Das ist, wenn du mich jetzt zu dir nach Hause zum Essen einlädst und würdest den hinstellen, würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, wie eklig. Nein, das schmeckt, das kann man trinken, das ist alles super. Ja. Aber nee. Nochmal selber für zu Hause kaufen. Für zu Hause. Für Gäste ist er okay. Für Gäste ist er okay, genau. Das wollen wir ihn jetzt auch mal offenbaren. Kommen wir mal dazu. Kommen wir eigentlich zu dem, wie sonst immer beim Wein-Podcast abläuft. Genau. Wir wissen gar nicht, was da drin ist. Eigentlich nicht. Was wir hatten. Wir hatten einen Weißwein aus Britz. Dann hatten wir den Weißwein aus Kreuzberg. Und jetzt haben wir einen Rotwein auch aus Britz. Ein Rotwein aus Britz mit dem Namen Knorke. Knorke, auch wieder sehr schön, sehr passend, wie ich finde. Ja. Halt mal mitten drauf gucken. Mhm. Und so die Mitte, ja, ist der gleiche Text wie bei den anderen auch. Ah ja. Aber cool, wirklich. Nee, wirklich, also ist echt toll, macht wirklich Spaß. Ist ein guter Wein, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Also, genau. Ne, er trifft jetzt nicht meinen Geschmack, man kann ihn aber trinken, er schmeckt zum Essen hervorragend. Er hat halt sehr viel Vanille, sehr viel Kirsche, sehr viel Brombeere. Das kickt jetzt nochmal ein bisschen mehr raus mit dem Essen. Der ist vollmundig, der hat richtig Vielfalt. Ja, diese Vielfalt kommt wahrscheinlich auch ein Weinexperte, würde jetzt sagen, naja, natürlich, wenn da irgendwie 8 verschiedene Trauben drinne kuvertiert sind, klar, dann kommt das natürlich von bam, 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 von überall. Ja, kommen diese ganzen Sachen. Ja, er ist sehr vielschichtig. Auf jeden Fall. Der bringt eine Menge mit. Der ist alles andere als flach. Und es ist auch ein Wein, glaube ich. Da bist du gerade abgerutscht mit deinem, hast du dich hier so? Ja, der neue Tisch ist ein bisschen zu scharf für mich. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Wein, mit verschiedenen Sachen nochmal zu experimentieren, den zu verbinden. Apropos spannend. Ja. Wir sind auch dem Dietmar noch ein paar Fragen schuldig. Oh, na denn. Er hat uns auch noch ein paar Sachen. Dietmar auch Fragen geschickt hat, dann spiel sie bitte ab. So, kleine Frage mal für euch. Was waren denn eure lustigsten Momente? Ich meine, ihr zwei seid ja, klar, absolute treue Hörer, weil ihr müsst ja immer dabei sein. Also, was fällt euch denn da ein? Ja,
Willst du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Also es gibt einen Moment, auch bei Meta Hildebrand, wo ich gar nicht mehr weiß, wie das passiert ist. Wir waren vorher in ihrem, ich nenne es jetzt mal Showroom, und dann hat sie hinten noch ihren Küchenabteil. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es gab so eine Situation, wo Dietmar plötzlich auf Knien saß und sein Shirt runterzog und dann so komische Bewegungen gemacht hat. Da habe ich mir noch ein GIF rausgeschnitten. Immer wenn ich traurig bin, gucke ich mir das an, dann kriege ich immer extrem gute Laune. Das war sehr gut. Und natürlich auch der Abend mit Tom, dem früheren Moderator, bei Thomas zu Hause, wo wir dann noch von der Manufaktur Pistole extrem viel Schnaps auch getrunken haben. Und das war sehr lustig, weil Tom hatte auf jeden Fall einen sehr lustigen Abgang, aber dazu in kleiner Runde, wenn wir nicht on air sind. Aber die waren auf jeden Fall sehr lustig. Hört euch die Folge nochmal an. Hört euch die Folge an, dann könnte man ungefähr erahnen, wovon ich hier spreche. Also ich erinnere mich immer ganz gerne an die Situation, als es damals klar war, dass Christian Lohse bei uns zu Gast sein möchte, dass er zusagt. Dann ging es natürlich los. Ich muss gucken. Dann ging es lose, genau. Ich muss natürlich schauen, welche Weine oder welchen Wein will der Gast haben. Und welches Thema will der Gast haben? Das lassen wir eigentlich immer unsere Gäste entscheiden. Und Christian Lohse hatte dann gesagt, französische Weine, ne? Burgund. Und ich hatte dann Urlaub und habe dann einem Kollegen von uns gesagt, du, der Christian Lohse, der ruft an. Der schreibt es nicht per E-Mail, der ruft an. Oh, okay. Ja, das ist richtig gutes Behind the Scenes. Jetzt wirklich zuhören für alle Interessierten. Der ruft an und er rief tatsächlich an bei unserem gemeinsamen Kollegen. Und als ich aus dem Urlaub wieder kam, kam der Kollege zu mir und hat gesagt, ja, da war irgendwer am Telefon, der hat einmal von Anfang bis Ende gefühlt auf Französisch durchgeredet. Ich hab nichts verstanden. Ich hab nichts verstanden. Alex, musst du nochmal machen. Ich also bettelnd kniend dann nochmal alles Mögliche versucht und habe dann erfahren, Chassagne Montrachet, das war's. Ja. Haben wir irgendwie hingekriegt und dann haben wir euch nach Kassel geschickt und dann ging's ab. Unsere bisher intensivste Folge, was auch lustig. Die Klicks danach anging. Ja, was auch immer sehr lustig ist, ist, wenn während der Aufzeichnung dann ich irgendwelche Weine aussuche, die in diesen schönen Säckchen hier verpackt sind und wir dann feststellen, dass das irgendwie, stopp mal kurz, ist das wirklich der richtige Wein? Oder dann Thomas sagt so, hatte ich nicht eigentlich einen Weißen ausgesucht? Und dann heißt es natürlich reagieren, ne? Also dann müssen wir natürlich alle hier, dann geht hier eine Maschinerie in Lauf, die irgendwie schaut, wie kriegen wir die Situation jetzt nochmal gerettet? Dass es am Ende für die Zuhörenden sich nicht anhört, wie, was sind das alles für Deppen. Und ich denke, das kriegen wir mal ganz gut hin. Also Schande über mein Haupt, es ist mir bestimmt in der ganzen Zeit auch einmal passiert, dass ich eventuell mal einen durcheinander gebracht habe. Aber manchmal haben wir eine lange Produktionsvorlaufzeit. Ja. Und die Gäste entscheiden sich sehr früh für einen Wein. Und dann haben wir zum Beispiel ganz viele, haben wir mal einen Termin. Haben wir nicht auch schon mal einen Wein ausgetrunken, bevor die Sendung war? Weil der hier ewig rumstand? Es gab auch schon mal den Fall, dass Kollegen einen Wein getrunken haben. So ein Feierabendding, ne? Und dann so ein, ach komm, lass den Wein noch mal trinken und dann. Und dann war die Folge erst noch. Ja. Ja, so kann es kommen. Okay. Ich glaube, wir haben das eigentlich für heute ganz gut gemacht, die Knöpfe zu drücken. Wir hoffen euch, unsere HörerInnen, hat es auch gefallen, mal zwei andere Stimmen zur Abwechslung zu hören, beziehungsweise von Sebastian mal ein bisschen mehr zu hören, als nur ein paar Quietschgummi-Kommentare und abgeriebener Reifen und Strauch an der Tankstelle. Genau, der hat sich auch eingebrannt. Der hat sich eingebrannt bei mir. Und insofern würde ich sagen, wir haben uns heute beide irgendwie gegenseitig als Gäste gehabt. Als Gäste, ja. Wir waren jeweils dem anderen der Gast. Du warst mein Gast, ich war dein Gast. Und der Gast hat immer das letzte Wort. Und wir beide waren die Gäste von Dietmar und Thomas. Und wir freuen uns schon, wenn die beide aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Hoffentlich gesund und munter. Hoffentlich auch den Kofferraum voller guten Wein verkosten. Und wir freuen uns auf das, was noch kommt. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass mein geschätzter Kollege Alex natürlich auch einen Instagram-Account hat, nämlich den Understand Berlin. Sneakt mal rüber, abonniert das, drückt auch dort die Glocke, guckt euch das an. Es lohnt sich, es ist richtig geil. Wie gesagt, Karten von früher bis heute, super spannende Berlin-Fakten, absolut tolle Fotos. Lohnt sich so dermaßen. Und ich glaube auch, dass er auch was zum Thema Wein in Berlin nochmal machen wird. Aber das nur, wenn ihr dort auch mal drauf guckt. Bestimmt. Sebastian, vielen Dank für den Plug. An der Stelle möchte ich natürlich auch sagen, dich kann man eigentlich auch noch mehr hören. Vielleicht, Nur als Weinprinzessin. Denn Sebastian hat tatsächlich einen eigenen Podcast. Jenseits seines Horizonts. Genau. Jenseits seines Horizonts. Mit meinem auch sehr geschätzten Kollegen und Freund Peter, der auch den Kommentator hier für uns gemacht hat. Und also wer Bock hat, geht auch mal darüber. Hört es euch mal an. Ist ein bisschen was anderes. Und ja.
Damit haben wir auch unsere Schleichwerbung vollbracht. Genau. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Genau, der Chef wird sich freuen. Kommen wir wirklich zum Ende. Sebastian, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Es war total cool. Es war für mich der allererste Auftritt in diesem Podcast mit meiner Stimme, außer in irgendwelchen Reels oder irgendwas auf Social Media. Insofern total cool, hat Spaß gemacht und vielen lieben Dank fürs Zuhören und alle da draußen, wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei und wir konnten euch so ein paar kleine Insights geben und schreibt gerne, schreibt uns, fragt uns, wir werden drauf reagieren, Dietmar Thomas werden in der Sendung drauf reagieren, wir werden bei Instagram in irgendwelchen Reels und Stories drauf reagieren und wir freuen uns, dass wir den Weg gemeinsam gehen können mit euch und wir hoffen, dass ihr ganz viel Freude mit dem habt, was wir hier machen und der Wein schmeckt und der wird uns heute noch schmecken und wir gehen gleich hoch in die Küche und trinken alle Flaschen noch aus. Auf jeden Fall. Prost. Ich denke, die ZuhörerInnen und die ZuschauerInnen sind heute außer sich vor Freude, als hätten sie gerade die besten Weine ihres Lebens verkostet. Pure Ekstase und Begeisterung war das hier heute im Podcast-Studio in Berlin. Eine Podcast-Folge, die in Erinnerung bleiben wird, wie ein großartiger Jahrgang. Es gab Berliner Weine von Alexander und Sebastian hat uns hier mit Berliner Spezialitäten aus der Kulinarik verzaubert. Ich bin mir auch sicher, dass es heute vielleicht eine kleine Afterparty geben wird. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, eingeschaltet und zugehört haben. Wir verabschieden uns aus dieser Podcast-Folge von In Vino, Wer wie was, der Wein-Podcast. Auch mir war es eine wahre Freude für euch, heute diese besondere Ausgabe zu kommentieren. Ich würde sagen, das war heute wie bei einem guten Wein. Am Ende hat sich alles perfekt zusammengefügt. Auf viele weitere Folgen. Und auf Wiedersehen. Cheers und alles Gute. Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.